Bühne frei und los geht's. Entschuldigung. Mach mal ein bisschen Platz. Hallo, guten Abend. Ja, wie ihr seht, pünktlich für heute Abend habe ich nicht nur einen neuen Ausdruckstanz einstudiert, nein, ich habe auch gebastelt. Hier, seht ihr, letztes Wochenende bei strahlendem Sonnenschein habe ich zwei Moleküle gebastelt. Um was für Moleküle handelt es sich? Wasser, richtig, dankeschön. Das sind Wassermoleküle. So sehen die aus, Struktur ist ziemlich einfach. Wir haben ein Sauerstoffatom, zwei Wasserstoffatome und noch zwei freie Elektronenpaare, die jetzt nicht, die habe ich einfach halb am Mol weggelassen. So, das so zur Struktur, das sieht dann immer aus wie so eine Pyramide, Tetraederform. Die Größe, auch interessant, wie groß ist so ein Wassermolekül? Was denkt ihr? Ich habe nicht viel Zeit, ich gebe mir die Antwort. Also 0,3 Nanometer. 0,3 Nanometer. Stellt euch vor, wir machen Folien bei Proxima. Die Folien sehen ungefähr so aus und sind 1 Millimeter dick. Wenn ich jetzt die Moleküle aufeinander stapeln würde, dann würden ungefähr 3 Millionen Wassermoleküle in einen Millimeter passen. Das ist schon mal eine Ansage. Die Moleküle lassen sich aber nicht stapeln, weil es gibt sowas wie die Wasserstoffbrückenbindung. Und diese Wasserstoffbrückenbindung funktioniert nur, weil das Molekül unterschiedlich geladen ist. Und jetzt brauche ich eure Mithilfe hier, nämlich das Sauerstoffatom, das rote, ist negativ geladen, deswegen hier gleich mal ein Minus. Ich habe Mithilfe gesagt. Also. Auf nichts ist Verlass, du. Ja. So, ein grünes noch, genau. Also die Wasserstoffdinger sind positiv, die Bolle, und der große rote Bolle ist negativ. Wie ein Magnet auch, Minus, Minus, will nicht so gut zusammen, aber und Minus, ganz gut. Und dann gibt es Wasserstoffbrücken, das sind elektrostatische Wechselwirkungen zwischen diesen Molekülen. Die sind ganz, ganz wichtig, weil das ist die Grundlage von Wasser, jeglicher Form. Wasser kennen wir als Wasser, zum Waschen, zum Trinken. Wir kennen es aber auch als Eis. Können wir kurz switchen, bitte? Und hier seht ihr mal zum Beispiel diese kristalline Struktur des Eises, das sind hexagonale Gitter und da haben wir Cluster, also sind dann irgendwelche großen Molekülketten zusammen und die halten nur wegen Wasserstoffbrückenbindung. Und weil es kalt ist, bewegen die sich nicht arg, die machen nur eine kleine Rotation um ihre eigene Position und halten sehr gut dieses Gefüge. Dann haben wir hier flüssige Form. Und da seht ihr schon, Wasserstoffbindungen sind vorhanden. Die halten immer Bruchteile von Sekunden und dann tanzen die Moleküle weiter und orientieren sich neu und suchen sich einen neuen Partner. Also da kann jeder mal mit jedem. Ganz toll. Dann geben wir ein bisschen Feuer rein und dann siedet das Wasser und wird zu Dampf. Und da seht ihr schon die einzelnen Moleküle in der Luft. Hier sehen wir sie nicht. Wir spüren sie über die Luftfeuchte natürlich dann. Und die sind extrem schnell unterwegs. Also, Eis super langsam, keine Bewegung, hier schon ein bisschen schneller und da richtig zackig. Wasserdampf selber sieht man natürlich nicht, deswegen habe ich hier den Versuch mitgebracht. Und seht ihr natürlich nichts, weil ich habe meine tollen Tampons. So, machen wir das mal hier ein bisschen Platz. Dieser Versuch sollte eigentlich euch zeigen, wie man Diffusion darstellen kann. Diffusion ist einfach gesagt einfach nur eine Vermischung von unterschiedlichen Teilchen bei gleichbleibender Konzentration. Mein Hemd ist eine farbliche Diffusion. Und hier haben wir auch einen Wasserdampf. Wir erhitzen das Wasser. Ihr kennt alle diese Bialetti-Espresso-Maschinen vielleicht. Wir erhitzen unten Wasser, es entsteht Wasserdampf. Wasserdampf drückt sich nach oben und hier haben wir eine diffusionsoffene Folie. So sieht die dann aus, in Blau. Und der Wasserdampf, die Diffusion, die Wassermoleküle, die hier durchgehen, kondensieren dann hier im Glas.
diffusionsoffen. Auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche und ihr seht hier, da kondensiert nichts. Es sind diffusionsdichte Folie. Ihr seht aber schön, zeig mal von oben. So. Ihr seht schön, an der Unterseite von der Folie kondensieren die einzelnen Wassertropfen, die kommen dann nicht raus. Großer Unterschied, diffusionsdicht und diffusionsoffen. Und wie funktioniert dieses Spiel? Zeige ich euch gleich. Es gibt zwei Arten oder mehrere Arten von Diffusion. Zwei möchte ich kurz vorstellen. Hier haben wir zum Beispiel eine substitutionelle Diffusion, eine Folie, die relativ diffusionsdicht ist, aber nichts ist perfekt in der Natur. Wir haben Fehlstellen. Ja? Und in diese Fehlstellen können sich kleine Wassermoleküle anhaften. Und dann diffundieren die immer weiter, weil irgendwann kommt die nächste Fehlstelle und hüpfen sie immer von Leerstelle zu Fehlstelle und hüpfen da durch. Und irgendwie kommen sie durch, aber sie kommen nicht sehr zahlreich durch. Ja? Hier, das ist dicht. Anders gesehen gibt es die Zwischengitterdiffusion. Da ist das molekulare Gitter ein bisschen breiter. Und dann seht ihr schon hier unten viel, viel mehr Wassermoleküle. Oben ist ein bisschen kühler, weniger Wassermoleküle. Das heißt, die Wassermoleküle wollen von unten nach oben gucken, wie sie durch die Folie durchkommen. Das schaffen sie, indem sie halt mal kräftig Luft anhalten, sich eng machen und dann einfach durch die Zwischengitter dann durchdrücken. Kann man sich so vorstellen. In blau dargestellt, bisschen diffusionsoffener. Deswegen gibt es diesen großen Unterschied. Diffusionsoffen und diffusionsgeschlossen bei Folien. Jetzt die ganz große Frage, was brauchen wir überhaupt? Brauchen wir diffusionsdichte Folien oder brauchen wir diffusionsoffene Folien? Einfache Antwort, ihr wendet euch an die Experten von ProKlima, die sagen euch dann schon, was für Folien ihr einsetzen könnt. Jetzt noch eine bisschen seriösere Antwort, ihr seht hier unterschiedliche Folien. Auf der Innenseite brauchen wir natürlich eine Folie, die den Wasserdampftransport reduziert, also bremst. Auf der Außenseite dürfen die ein bisschen diffusionsoffener sein. Also bräuchten wir beide Folien. Ja? Einmal diffusionsdicht auf der Innenseite, um die Konstruktion gegen Feuchtigkeit und Bauschäden zu schützen. Und hier brauchen wir außen ein bisschen eine diffusionsoffenere Folie, damit die Feuchtigkeit, wenn sie drin ist, auch noch außen wieder rauskommt. Wir bei ProKlima haben etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, Spezielles einfallen lassen. Wir haben nämlich eine Folie, die kann beides. Die ist mal diffusionsbremsend und mal diffusionsoffen. Und so schützt sie am besten einfach ihre Konstruktion gegen Bauschäden und Schimmel. Und das ist unsere Intellobahn, so wie sie auch hier dargestellt ist. Und somit habe ich 10 Minuten eingehalten und heute bin ich rechtzeitig. Ich hoffe.